Ja, in der Regionalliga ist es ja oft so, dass die Spiele sehr kampfbetont sind oder dass sie geprägt sind von harten Zweikämpfen etc. Ich muss sagen, dass ich gegen Mannschaften wie Halberstadt auch immer sehr gerne spiele, weil sie versuchen halt auch Fußball zu spielen, weil sie jung sind, weil sie frisch sind und weil es nicht auf dieses übliche Fußballspiel hinauslaufen. Und ich fand, dass wir es gerade in der Defensive sehr, sehr gut gemacht haben, dass wir trotz, dass wir mit den auch mit den Böden in letzter Zeit viel zu kämpfen haben, auch mit unseren Bedingungen, dass wir es trotzdem schaffen, am Wochenende zumindest unsere Leistung abzurufen, ob am Ende dabei ein Sieg rausspringt, das ist immer tagesformabhängig. Aber ich denke, dass Punkt in Halberstadt schon sehr gut ist, vor allem wenn man zu Null gespielt hat. Und das habe ich auch meinen Abwehrspieler nach dem Spiel direkt gesagt, dass das eine absolute Defensive, eine sehr, sehr gute Leistung war. Also ich als Fußballer will natürlich immer gewinnen, das ist ganz klar. Also ich glaube, das sollte auch das Ziel von jedem Fußballer sein. Das ist der Tabellenführer, das ist eine Mannschaft, die, wenn jetzt nichts Großartiges mehr passiert, aufsteigen wird. Und natürlich auch eine sehr, sehr hohe Qualität hat. Mit einigen Spielern durfte ich schon zusammenspielen oder haben wir auch oft ein paar sehr, sehr gute Duelle gehabt, ob es jetzt das Pokalfinale war oder in der Hinrunde das Spiel, wo ich auch nicht dabei war. Da freut man sich schon drauf, weil Chemnitz ist eine sehr traditionsreiche Mannschaft und ich glaube, dass es auch für den neutralen Fan aus Traditionssicht und aus der Geschichte heraus, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Partie ist. Ich glaube, wenn ihr da schon viel gesagt zu, ist der Liga-Primus. Ich glaube, da tut sich auch nicht mehr viel, Chemnitz wird aufsteigen. Man hat aber trotzdem gesehen, dass nach den ersten 15 Spielen Chemnitz nicht die Übermannschaft ist, also die können auch Spiele verlieren. Viele sagen, es ist für uns die Generalprobe. Ich sehe es halt als ganz normales Mannschaftsspiel an. Und ich glaube, wir sind auch in einer ganz anderen Verfassung, als wir das vor ein paar Monaten waren. Wir sind selbstbewusster und wir wissen, dass wir Fußball spielen können. Das haben wir jetzt oft genug bewiesen. Und das habe ich auch gesagt, in der Verfassung, wo wir jetzt sind, auch in der Situation, ist egal, welcher Gegner kommt oder wo wir hinfahren, wir wollen immer gewinnen. Und das wollen wir auch am Sonntag in Chemnitz. Personell ist es halt so, dass Paul Schinke heute versucht, ins Training einzusteigen und zu sehen, ob es funktioniert mit seinem Sprunggelenk. Beim Kevin Schulze ist es so, dass wir da nochmal einen Tag abwarten. Kommt viel vom Rücken, dass es da muskulär zumacht, aber da hoffe ich mal, dass er dann morgen und Samstag ins Training einsteigen kann. Ansonsten ist es nur immer noch Patrick Wolf, der im Aufbautraining ist. Ansonsten sind alle Spieler fit. Du hast gesagt, hast du mit einigen schon gespielt vom CFC gegen wieder mitspielen. Kannst du mal ein paar Namen nennen, mit denen du da vielleicht besondere Erinnerungen hast? Ja, mit Tobi Müller. Also Tobi Müller war damals mit mir auf dem Zimmer, wo wir die Zweitligasaison bei Dynamo in der Relegation beendet haben, hat eine hervorragende Saison gespielt damals. Hat dann ein bisschen Pech gehabt, aber wir haben den Kontakt nie verloren. Und für mich ist das ein qualitativer Spieler, der nichts in der Regionalliga zu suchen hat eigentlich. Aber er fühlt sich da sehr wohl und gut, Daniel Frahn, ja, haben wir letztes Jahr oder davor das Jahr schon gehabt. Dennis Grote war damals schon in der U19 ein Gegner, wo ich mit Leverkusen immer gegen VfL Bochum gespielt habe. War damals eines der größten Talente unseres Jahrgangs. Und gut, Jakubow etc. sind alles Spieler, mit denen die man schon gespielt hat. Und gut, jetzt hat er im letzten Spiel nicht gespielt. Aber es macht halt immer Spaß, wenn man alte Bekannte wieder trifft. Und gerade jetzt ich in einem Alter mit 31 schon ein paar geile Spiele so im Kopf hat und das macht auch dann immer Spaß, mal ein bisschen in der Vergangenheit sich reinzudenken. Ja, ich muss sagen, dass wir halt doch schon in den letzten Wochen durchaus gezeigt haben, dass wir Spiele gewinnen können und dass wir sie auch auf unsere Art gewinnen können, also dass wir uns nicht großartig anpassen müssen an den Gegner. Jedes Spiel startet bei Null, das ist immer so eine Floskel, die mag ich eigentlich gar nicht, aber es ist halt wirklich so. Und die Tagesform ist bei uns ganz, ganz entscheidend, wie wir ins Spiel hineinkommen, wie wir das Spiel gestalten können und natürlich auch, wie stabil wir stehen. Und ich glaube, das war auch in den letzten Jahren schon unsere Stärke, dass wir aus der Defensive heraus immer sehr, sehr lange durchgehalten haben und dann auch versucht haben, Nadelstiche zu setzen. Und ich glaube auch, dass das am Sonntag sehr entscheidend sein wird. Wenn man die ganze Saison betrachtet, wenn man jetzt hier raus ist, denke ich schon, meine Meinung ist halt, wir sind so oben sind wir schon ein bisschen länger raus, unten sind wir jetzt auch raus. Ich glaube, da ist der Punkteabstand jetzt zu groß und wir werden auch weiterhin unsere Punkte holen. Ja, Highlight jetzt am Sonntag. Ich glaube, ein Highlight aufgrund, weil das Stadion wieder voller wird und die Stimmung gut ist. Und ansonsten ist ja unser Highlight oder unser Endspiel diese Saison noch das Pokal-Halbfinale.
Wie gesagt, also ich sehe es am Sonntag wie ein Mannschaftsspiel, wie jedes andere auch. Kommt der Tabellenführer, ist immer was Besonderes, den will man immer schlagen. Jetzt sind wir vielleicht nicht die Ersten, die sie dann vielleicht schlagen, aber vielleicht der Vierte oder Fünfte. Aber das sehe ich anders. Da habe ich jetzt schon, bin schon öfters gefragt worden, ob wir da irgendwo was anderes machen, um nicht alles zu zeigen, ob wir aus Spaß einen Zick im Sturm stellen oder was auch immer. Nochmal, wir wollen jedes Spiel gewinnen und ich glaube halt, wenn wir Chemnitz am Sonntag schlagen sollten und das vielleicht dann auch mit einer gewissen Souveränität, umso mehr Respekt haben sie dann auch am 24.04. Darum, jedes Spiel ist sowieso anders, Pokal sowieso, da gelten andere Gesetze. Darum werde ich da jetzt nicht irgendwelche taktischen Finessen oder gewisse Spieler auf anderen Positionen einsetzen, damit sie nicht sehen, wie wir am 24.04. spielen wollen. Also grundsätzlich zu Elfmetern, das ist Nebensache, weil es geht mir rein um das Spiel an sich. Es ist natürlich klar, wenn man 10 Wochen verletzt ist und auch dann diese Phase durchgemacht hat mit Trainerentlassung und dann die Mannschaft stand nicht gut da, man spielt plötzlich gegen Abstieg, was überhaupt gar nichts mit der Ursprungssituation zu tun hatte, als ich dann mich verletzt habe. Es ist natürlich klar, dass ich gerade mit meinem Alter jetzt auch ein Vorbild für die Mannschaft bin und auch sein möchte und natürlich dann auch zeigen muss, was es heißt, zu investieren und am Ende auch dafür was wiederzubekommen. Und meiner Form, ja, ich habe natürlich im Winter die Zeit genutzt, hatte da bloß 2, 3, 4 Tage hintereinander mir wirklich genommen, um wieder runterzufahren, aber ich muss halt auf mein Niveau wieder kommen und das heißt halt arbeiten. Es war nie anders, das wird auch nie anders sein und auch so habe ich für mich nur das beste Gefühl, am Ende auch meine Leistung abrufen zu können und mögen vielleicht andere Leute anders sehen, aber Torwartposition ist eine der wichtigsten Positionen, weil ohne uns geht es nicht.